Guten Abend zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen beim Jungfrauzeitung Panorama, heute Abend aus Untersehen. Das sind unsere Themen. Endlich, der neue James Bond feiert Premiere heute Abend im Kino zu Thun. Und wir sind dabei bei einer spannenden Rettungsübung von der Bergbahnenlenk. Jetzt aber zuerst noch aktuell aus dem Oberland, wo es zu reden gibt, kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Ein Haufen Leute waren an der Käseteile Zwängen dabei gewesen. Rund 900 Besucherinnen und Besucher haben den Weg ins Alpendorf auf sich genommen. Nach einer Light-Version vor einem Jahr war die aktuelle Ausgabe wieder wie früher. Im Kanton Bern fällt die Rehjagd an. Der Berner Jägerverband informiert die Bevölkerung über die Jagd, die morgen Freitag am 1. Oktober losgeht. Es geht vor allem auch um die Sensibilisierung, wenn man im Wald unterwegs ist. Der EHC Thun fährt der erste Sieg ein. Nach gerade mal einem Punkt aus zwei Spielen waren die Thuner schon unter Druck. Daheim haben die Oberländer aber den Leisser keine Chance gelassen und sind 6:1 gebodigt. Normalerweise hat der Geheimagent 007 ja nie Verspätung. Bei seinem neuesten Auftrag sieht das bekanntlich ein bisschen anders aus. Aber jetzt sieht man den James Bond endlich auf der Leinwand, unter anderem heute Abend im Kino Thun. Wir haben mit dem Inhaber Alain Martin geredet, er, der selber ein grosser Bond-Fan ist. In der ganzen Schweiz, 30. September, No Time to Die, dreimal verschoben worden. Jetzt freuen wir uns natürlich riesig, dass wir den Film morgen auch bei uns hier auf der Leinwand haben. Die Schweiz ist ja eines der besten James-Bond-Länder der ganzen Welt. Gemäss der Bevölkerung haben wir die besten Umsatzzahlen weltweit. Seit Jahrzehnten ist die Schweiz wirklich einfach ein Bond-Land. Ich glaube, Bond ist einer der ganz wenigen Filme, was wirklich schafft, mehrere Generationen miteinander zu verbinden. Also manchmal haben wir wirklich Vater und Sohn und manchmal noch der Grossvater oder der Onkel auch noch gerade dabei. Für viele Leute ist James Bond wirklich der Film, den man ins Kino gehen kann, der auf Grossleinwand gehört. Ich glaube, das war mitunter ein Grund, warum der Film eigentlich als einer der wenigen ganz grossen Blockbuster jetzt in den letzten eineinhalb Jahren eben auch nicht im Streaming kam, dass man den unbedingt hat wollen, ins Kino bringen, im Kino behalten. Und ja, ist für uns natürlich immer ein Highlight, wenn wir einen Bond haben in einem Kinojahr. Fast ein bisschen Bond-Feeling hat hier unser Reporter Yannick Müllemar erlebt. Er war dabei bei einer grösseren Rettungsübung der Bergbahnenlenk. Sie üben jedes Jahr ein spezielles Szenario für einen Fall der Fälle. Merci. Kannst du mir kurz erklären, was ihr heute hier für eine Übung gemacht habt? Wir sind eigentlich von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, an den eidgenössisch konzessionierten Anlagen alle Jahre eine Rettungsübung zu machen. Und manchmal machen wir die in den eigenen Reihen, mit dem eigenen Personal. Und jetzt heute haben wir das ein bisschen im grösseren Stil gemacht, indem wir 40 Figuranten haben, zu suchen genommen und die Rettungen so durchgeführt, die Übung. Es ist eigentlich quasi die letzte Rettung, die man so macht. Kannst du mir das genauer erklären? Ja, an der Bahn hat sehr viele Sicherheitsteile, Überwachungsteile und die sind meistens redundant. Das heisst, häufige Sachen sind doppelt vorhanden und wenn eine Bahn mal nicht mehr geht, dann kannst du immer irgendwo noch etwas machen, dass die wieder läuft. Und dann gibt es ganz verschiedene Szenarien, bis ganz letzte, zum Beispiel der Notstromantrieb kommt, wo man mit Dieselaggregat fährt und eigentlich immer mit der Bahn fahren kann. Wenn es jetzt aber wirklich grobe Schäden gibt, wie irgendwie ein Antriebsscheibenbruch oder ein Getriebebruch oder so, kann man unter Umständen eben nicht mehr fahren. Und dann kommen eben Variante A mit Helikopter oder Variante B terrestrische Bergungen, so wie wir sie heute haben, geübt. Und das war jetzt eine Übung, wenn mal der Ernstfall ist,
Wie sieht es da aus? Wie schnell seid ihr da im Feld? Was müsst ihr da anders beachten als jetzt bei einer Übung? In Hoffnung, dass wir ihn nie brauchen. Aber per Gesetz sind wir dazu verpflichtet, in 3 Stunden so eine Bahn leer zu haben. Das heisst, vom Stillstand an haben wir eigentlich 3 Stunden Zeit und dann muss sie leer sein. Schon für eine Betriebsbewilligung gibst du eigentlich sämtliche Bergepläne so ein, wo du musst nachweisen musst, mit wie vielen Personen, mit wie viel Rettungsmaterial, dass du so etwas sicherstellen willst. Und jetzt im Fall Bühlberg hier wären es 5 Teams für 220 Personen können zu retten im Ernstfall, die innerhalb eben von 3 Stunden über die Bühne muss, bei jedem Wetter. Ja. Ja, ui, ich komme von selbst. Okay, ich komme einfach. Gut. Okay. Guck jetzt. Ah ja, schau. Seht ihr nicht? Das tun wir ein bisschen. Okay. Die Rettungsübung ist glückt. Unser Reporter ist wieder sicher zurück im Tal. Und wir schauen jetzt die ganzen Täler und Dörfer und Regionen im Berner Oberland und finden heraus, wie das Wetter in den nächsten Tagen genau aussieht. Antworten liefern unsere Kollegen von Meteo News in ein paar Momenten. So viel für heute. Mehr spannende Beiträge findet ihr auf jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen Abend wieder. Schönen Feierabend wünsche ich. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, guten Abend und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung-Wetter für das Berner Oberland. Ich würde sagen, ein Dank an Merli. Das ist nämlich der Name vom Hochdruckgebiet, wo uns heute wieder die Sonne gebracht hat. Und genau das können wir natürlich auf der Strömungsanimation beobachten. Im Moment ist es ruhig über dem Alpenraum. Da liegt Hochdruck bestimmt das Wetter. Aber wir können es erahnen, da über dem Nordatlantik, da ist es doch ziemlich dynamisch aufs Wochenende. Da kommen wir zunehmend ins Vorfeld von einem Sturmtief. In Nacht auf morgen, da ist es aber ruhig, meistens Sterne klar. Die Temperaturen gehen entsprechend doch ziemlich retour Tiefstadt. Die liegen am Thuner und Plienzer See bei rund 6 Grad, gerade im Moldenlagen. Da kann es durchaus stellenweise leicht einen Bodenfrost geben. An den Boden, da starten wir mit etwa 7 Grad in Freitag. Dazu kann es unten in den Tälern stellenweise ein paar Nebelfetzen haben. Die lösen sich aber zügig auf, sonst ist es ziemlich sonnig mit ein paar Schleierwolken. Die werden tendenziell gegen Abend ein bisschen zahlreicher und die Temperaturen die reichen morgen am Nachmittag zu Thunspiez oder zu Interlaken knapp bei 20 Grad. Zu Adelboden gibt es etwa 16 Grad und zu Grindelwald da liegen die Höchststädte bei um die 18 Grad. Auch am Samstag wird es langsam leicht föhnig im Haslital. Es ist freundlich, gibt einen Mix aus Sonnen und Wolken. Zu Interlaken gibt es knapp bei 20 Grad. Am Sonntag der Höhepunkt des Föhn. Im Haslital ist es stark bis stürmisch. Temperaturen gehen wahrscheinlich darauf gegen 25 Grad. Es ist noch lange Zeit trocken, aber bis am Abend kann es von Westen her schon erste Tropfen geben. Dann bricht der Föhn zusammen, es kommt eine aktive Kaltfront auf eine Mänti. Die Temperaturen gehen markant retour die Grenze. Die sinkt gegen etwa 1500 Meter und es ist auch zeitweise nass. Dann ist im Moment noch etwas unsicher, was im Detail passiert. Sie ist im Mittwoch wahrscheinlich weiterhin eher wechselhaft. Und die Temperaturen die orientieren sich die etwa nach 15 Grad Marken. Das war es vom Wetter. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.